danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Das war's für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Es ist das Duell der deutschen Top-Teams, Borussia Dortmund gegen Bayern München. Das große Duell, jetzt rollt gleich endlich der Ball. Dranbleiben! Es kann losgehen. Wir gehen rein in den Klassiker BVB gegen Bayern. Die Creme de la Creme im deutschen Fußball. Mehr geht nicht. Und so tritt der BVB heute also an. Niklas Süle spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Julian Brandt steht im Zusammenspiel mit Emre Can auf den Positionen in der Mitte. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Kingsley Coman steht mit Serge Gnabry auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Ja, das ist abseits. Es ist eng an der Spitze, richtig eng. Und das wird natürlich keine leichte Aufgabe heute. Sie wissen, dass Sie weiter punkten müssen, um dran zu bleiben. Den Ball will er nicht hergeben. Super durchgesetzt. Coman. Chance zur Führung. Auf ihn ist Verlass, schöner Block. Karim Adeyemi. Vielleicht die Führung jetzt. Stark gemacht. Goretzka. Coman. Oh, ganz alleine. Er trifft. Und damit bringt er sie hier früh in Führung. Schönes Tor. Hier ist die Wiederholung. 1-1. Sieht so leicht aus. Ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven. Da musst du abgezockt sein. Der BVB ist im Rückstand. Jetzt müssen sie hier was tun. Gnabry. Kane ist das. Da können sie den Ball erstmal rausbringen.
Niklas Süle sorgt im Moment für Diskussion. Der trifft heute auf seinen Ex-Club. Gewissenskonflikte? Möglicherweise. Wie siehst du das, Buschi? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt auch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Das sind Profis. Das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Das ist nichts Außergewöhnliches. Ecke kommt's. Jetzt Müller. Jetzt nochmal die Bayern. Kimmich. Gnabry im Ballbesitz. Kane. Das macht er gut. An den Pfosten, aber immer noch Gefahr. Konrad Leimer. Müller. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Ah, wichtiger Block. Da gewinnt er den Zweikampf. Da haben sie die Chance. Erstmal geblockt. Adeyemi. Ja, starker Pass. Ball ist bei Julian Brandt. Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Harry Kane. Serge Gnabry. Ballverlust. Die Bayern haben aktuell mehr vom Spiel. Wir sehen das momentan auch an der überlegenen Ballbesitzquote. Und wenn sie hier angesichts der vielen Chancen auch mal ein Tor machen, dann glaube ich, könnte das Ganze relativ entspannt angehen. Im Moment sind sie nicht im Ballbesitz. Sie müssen hinten aufpassen. Geht da rein! Das Tor ist komplett frei! Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal von dort aus treffen. Da freut er sich, aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Dann fällt es auch Tor, dann sitzt er hier in der Wiederholung. Das wird die komplette Abwehr, die man auch nicht ganz so hat. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Harry Kane. Leimer. Ballbesitz Müller. Konrad Leimer. Ja, immer wieder diese schönen Pässe. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Alea. Ist hier immer noch am Ball. Könnte die Führung werden. Sie machen das Tor. Klasse Tor einfach. Da ist es nochmal. Sehr gut den Ball. Wunderbar ins Tor. Das ist schon stark. Ja, auch am Spielfeld war große Freude über diesen Führungsstand. 2-1, hier ist noch alles drin. Kann sich dann nicht mehr helfen, klar, Ball im Aus. Der Vorstoß hier über Harry Kane.
Ah, das könnte es sein. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Vielleicht können die Bayern hier ausgleichen bei dieser Ecke. Und jetzt Müller. Da ist Kimmich. Ball zurück zu Müller. Das ist De Ligt. Coman. Pass auf Gnabry. Wir hören den Pausenpfiff. Und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. Ich glaube, die meisten Fans dürften da mit der Leistung vor der Pause zufrieden sein. Wie hast du es gesehen? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Bayern kann hier noch nicht zufrieden sein. Ein Torrückstand zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Jetzt Serge Gnabry mit dem Ball. Konrad Leimer. Müller. Mats Hummels macht zu. So, viel Platz für den Konter. Julian Brandt. Abwehr lässt sich da viel Zeit. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Sebastian Haller. Da macht der Abwehrspieler alles richtig. Jetzt müssen sie aufpassen. Kimmich. Konrad Leimer. Kimmich hatte wieder. Gnabry. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Die Bayern wechseln. Da kommt die Ecke. Befreiungsschlag. Kane. Das ist Brandt. Jetzt Sabitzer. Jetzt Hummels. Macht er gut. Balleroberung. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Harry Kane. Die Bayern sind wieder da. Was für ein Tor. Dortmund ärgert sich. München jubelt. Tor im 1 gegen 1. Wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht.
Er muss jetzt reagieren, das ist ja klar. Es sah so gut aus, aber jetzt ist die Führung erstmal wieder weg. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Jetzt Sabitzer. Wolf. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Die Chance hier. Toller Zweikampf. Goretzka. Kane. Coman ist das jetzt. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Und er geht an ihm vorbei. Davis. Ruhiger Spielaufbau. Die Flanke jetzt. Er trifft den Pfosten. So, Tor. Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute. Wir schauen auf die Wiederholung. Ja, das ist stark. Gedankenschnell, technisch wunderbar gemacht. Und den kannst du auch nicht mehr halten. Sie machen hier nicht das Spiel, das Sie sich vorgestellt hatten. Und wir sehen es an der Reaktion des Trainers. Na klar, dieser Rückstand passt ihm überhaupt nicht. Gleich wird hier ausgewechselt. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das könnte die Chance werden. Karim Adeyemi. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Alphonso Davies. Coman ist das jetzt. Coman. Er zieht vorbei. Spielt das schön rein jetzt. Und hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Es wird hier einen Wechsel geben. Ecke kommt von Kimmich. Ja, er hat den Eckball unter sich, da ist er zur Stelle. Die Bayern im Vorwärtsgang. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Malen. Die Chance für den Konter. Sebastian Haller. Marius Wolf. Jetzt hat er den Ball. Coman. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Nichts zu übersehen. Borussia Dortmund drückt nochmal auf den späten Ausgleichstreffer. Sebastian Haller mit dem Ball jetzt. Der Zweikampf. Wenn sich hier nichts mehr tut in diesen Schlussminuten, dann verliert der BVB dieses Spiel. Es ist eng, es ist knapp, aber noch laufen sie dem Rückstand hinterher. Sie haben heute Schwächen gezeigt und sie haben es halt auch nicht verstanden, diese Schwächen abzustimmen. Eine echte Steigerung, Wolf, die habe ich vermisst im Laufe dieses Spiels. Ob sie hier noch die Wende schaffen, aber ich habe keine Zweifel. Stark gemacht, das könnte was werden. Die Dortmunder sind wieder da. Was geht jetzt noch in dieser Partie? Und wie reagieren die Bayern? Schau doch mal auf die Wiederholung. Das ist richtig gut gespielt.
Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und sie kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3:3. Kimmich. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Ah, dieses Remis. Damit ist hier keiner so richtig zufrieden. Man spürt, die wollen mehr. Ball bei Jamal Musiala. Der Ball kommt. Der BVB holt hier in der Liga das Remis. Das steht in diesem Augenblick fest. Das ist der Schlusspfiff. Sie haben sich nie beirren lassen, haben spät noch den Ausgleich gemacht und werden mit dem Punkt zufrieden sein. Das war heute eine überragende Leistung von Dusan Vlahovic, oder Buschi? Er macht hier einen Doppelpack und trotzdem gewinnen sie nicht. Da wird er wahrscheinlich am Ende sogar ein bisschen enttäuscht sein. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Vielen Dank für diese Aussagen.